Guten Tag, Herr Paul Maurice. Sie sind Forscher am Comité d'études de relations franco-allemandes im Institut français de relations internationales IFRI in Paris. Sie haben gerade einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht: France-Allemagne, un couple réuni, face à la crise, réaction politique, économique et sociale à l'épidémie dans les relations franco-allemandes. Dieser Artikel ist in der Revue du Rhin supérieur, CRESAT, in der Universität von Haute-Alsace erschienen. Sie beschäftigen sich vor allem mit Fragen der deutschen Innenpolitik und der deutschen-französischen Beziehungen im Zusammenhang mit dem französischen, dem europäischen Aufbauwerk. Zurzeit bereiten Sie eine Doktorarbeit im Rahmen der Geschichte an der Sorbonne und der Universität des Saarlandes vor. Sie sind Mitglied des Forschungszentrums UMR 3138, das heißt so, Thierry der Sorbonne, Identität, internationale Beziehungen und Zivilisation Europas. Die Zusammenfassung Ihres Artikels erinnert daran, dass die deutsch-französischen Beziehungen in den letzten Jahren eine Dynamik verloren haben. Aber die Pandemie wirkt wie ein Katalysator der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und hat den deutsch-französischen Beziehungen insgesamt einen neuen Schwung verliehen. Diese Beurteilung wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen. Die fehlenden Reaktionen aus Deutschland auf die europapolitischen Vorschläge von Präsident Macron in seiner Rede in der Sorbonne oder auf seinen Europabrief vom 4. März 2019 konnten auch mit dem Aachener Vertrag 2019 nicht nachgeholt werden. Was meinen Sie dazu? Das ist richtig. Also im Jahr 2017 sahen die Deutschen oder die deutsche Regierung in Emmanuel Macron einen sehr europäischen französischen Präsidenten. Der Schwung wurde jedoch teilweise gebremst, als im September desselben Jahres Angela Merkel wieder gewählt wurde, allerdings mit einem relativ niedrigen Ergebnis, was sie innerhalb ihrer Partei schwächte und ihr eine schnelle Regierungsbildung unmöglich machte. So kam es, dass die Sorbonne-Rede von Emmanuel Macron, in der er eine sehr europafreundliche Botschaft verkündete, auf der anderen Seite des Rheins nicht die erhoffte Resonanz fand. In der Tat war der Zeitpunkt für Angela Merkel schlecht gewählt. Sie war in Schwierigkeiten, wie erwähnt, und konnte sich nicht auf dieses Projekt einlassen. Danach verschlechterte sich die Situation. Schnell erschien Emmanuel Macron zu voluntarisch entschlossen, Deutschland aufzurütteln, um das europäische Projekt voranzubringen, während Deutschland seinerseits versuchte, den Status quo zu verlängern. Emmanuel Macrons Programmbrief vom 14. März 2019, also für einen Neubeginn in Europa, stieß in Deutschland auf wenig Gegenliebe. Nach der Europawahl am 26. Mai 2019 wurden diese Spannungspunkte noch deutlicher. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützte den Spitzenkandidaten der konservativen Partei, Manfred Weber, als Präsident der Europäischen Kommission, während sich Emmanuel Macron gegen seine Nominierung aussprach. Außer der verzögerten Regierungsbildung, welche Gründe gab es Ihrer Meinung nach für die zögerliche Haltung der Deutschen auf die Vorschläge von Emmanuel Macron? Also allgemeiner sind die deutsch-französischen Beziehungen seit einigen Jahren kühler geworden. Und zum Beispiel die Äußerungen Macrons über die Zukunft der europäischen Verteidigung und die Beziehungen zu den USA oder Russland haben nicht dazu beigetragen. Zum Beispiel mit der Erklärung Ende November 2019, dass die NATO ihren Tod sei, hat er den Zorn der politischen Leiter oder für in Deutschland provoziert. In Deutschland sind die Politiker und die Bevölkerung mehr an den transatlantischen Beziehungen verbunden. Aber
Es gibt auch strukturelle Probleme in Europa. Seit einigen Jahren gibt es das Problem der geopolitischen Verwundbarkeit Europas und das Problem der inneren Zerbrechlichkeit. Und dazu hat das deutsch-französische Paar keine Lösung gegeben. Wenn man die Wörter Hans Starks benutzt, ist die Sorbonne-Rede ein verpasster Rendezvous zwischen Emmanuel Macron und Deutschland. Und dieses verpasste Rendezvous hat die Schwäche der deutsch-französischen Beziehungen gezeigt. Auf meinem Blog habe ich den Aachener Vertrag von 2019 als ein Programm für die deutsch-französischen Beziehungen bezeichnet. Der Vertrag scheint sich jetzt in der Krise zu bewähren. Ah ja, der Aachener Vertrag musste und muss noch heute auf die Herausforderungen antworten, zum Beispiel die sich aus der Neuausrichtung der US-Politik unter Donald Trump, aber auch mit Joe Biden und auch den Auswirkungen des Brexit ergeben. Diese Notwendigkeit eines europäischen Aufschwungs hat auch die strukturelle Defizite der EU gezeigt und diese neue deutsch-französische Beziehungen soll eine neue Konvergenz, Entschuldigung, zeigen. Vor allem, es gibt drei Achsen, eine Konvergenz und Harmonisierung der Wirtschafts- und sozialen Modelle Frankreich und Deutschland. Zweitens die Einrichtung einer deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, deren Aufgabe ist, das parlamentarische Instrument dieser Konvergenz zu sein. Und drittens ein deutsch-französischer Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der die Grenzgebiete zum Praxisraum der Konvergenz machen soll. Die Krise der Covid-19-Epidemie hat diese Ziele auf die Probe gestellt, die bereits im Mittelpunkt vieler Meinungsverschiedenheiten standen. Es handelt sich also oder handelte sich also um einen Full-Scale-Test der im Aachener Vertrag definierten Konvergenzprinzipien. Die Pandemie hat während der ersten Welle und auch während der zweiten Welle unterschiedliche Auswirkungen in Frankreich und Deutschland. Haben Sie dafür eine Erklärung? Die Epidemie brachte ja die Unterschiede zwischen den beiden Regierungen, vielleicht mehr als Länder, ins Licht. Insbesondere im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich, aufgrund, was einige nennen, aufgrund der synchronen und asymmetrischen Art der Entscheidungen, die zunächst auf der einen und dann auf der anderen Seite des Rheins getroffen wurden. Während der ersten Welle verlief die Ausbreitung der Epidemie in Deutschland anders als in Frankreich. Ich gebe hier also einige Erklärungen. Die ersten Infektionsausbrüche wurden in Deutschland schnell entdeckt. Ende Februar wurden sie identifiziert, zum Beispiel von Leuten, die vom Skifahren in Italien oder Österreich zurückkehrten. In Frankreich war zufällig einer der Hauptausbrüche der Epidemie im Elsass, also einer Region an der Grenze zu Deutschland. Und die wurde aber erst spät identifiziert, das heißt Anfang März 2020. Wenn man die Zahl der Covid-19-Opfer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der beiden Länder betrachtet,
litt Deutschland weniger stark unter den dramatischen Folgen der ersten Welle der Epidemie. Die Sterblichkeitsrate war in Deutschland viermal niedriger als in Frankreich. Also was sind die Hypothesen, um dieses Modell oder diese deutsche Ausnahme zu erklären? Es gibt, wie immer, wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Vielleicht die Haupterklärung wäre die Qualität und Dichte des Gesundheits- und Pflegesystems in Deutschland, aber auch die systematische Anwendung von Tests sein. Eigentlich kommt unser Interview ja ein bisschen zu spät. Wir hätten das schon eher machen müssen. Denn in Deutschland hat man nicht wirklich die Konsequenzen aus der ersten Welle wirklich gezogen. Wenn man nach Frankreich geguckt hätte, dann hätte man sehen können, wie Frankreich das Lockdown sehr viel eher bei der zweiten Welle einleitet. Und in Deutschland haben die Zahl der Infektionen, die in Frankreich Anfang Dezember überholt. Und dann kam erst ein paar Tage später der Lockdown in Deutschland. Daran kann man doch eigentlich sehen, dass dieser Lockdown in Deutschland zu spät kam oder spät kam. Ja, also die erste Welle hat zwar Deutschland mehr betroffen, Frankreich mehr betroffen als Deutschland, und der zweite Lockdown in Frankreich wurde in der deutschen Presse als ein Absurdistan betrachtet, so die Korrespondentin der Zeitung Die Zeit in Paris in einem Artikel vom 12. November. Aber man sieht das heute, dass diese Maßnahmen, die in Frankreich im Oktober oder im November betroffen wurden, also positive Folge heute haben, und Deutschland hat vielleicht die Maßnahmen zu spät getroffen. Es gibt hier innerpolitische Erklärungen, zum Beispiel die regionale oder geografische regionalen und geografischen Unterschiede oder politischen Unterschiede zwischen den Ländern. Ich gebe hier ein Beispiel. In Sachsen, der Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Mitte Oktober gegen den Lockdown protestiert. Er sah der Lockdown als etwas aus Westdeutschland und so weiter, weil Sachsen nicht von der ersten Welle schwer betroffen war. Heute sieht man, dass Sachsen ist das Bundesland, in dem das Virus aktivsten zirkuliert, mit einer Inzidenz von 400 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das heißt doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. In Frankreich wird der Zustand der Krankenhäuser kritisiert und für den unterschiedlichen Verlauf oder für den schweren Verlauf verantwortlich gemacht. Sind diese Vorwürfe berechtigt? Vor dem Ausbruch der Pandemie gab es in Deutschland ungefähr 28.000 Intensivbetten, von denen 20.000 mit Beatmungsgeräten ausgestattet waren. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft könnte diese Kapazität bis Anfang April 2020 zügig auf 40.000 Intensivbetten und 30.000 Beatmungsgeräte erhöht werden. Im Gegensatz dazu verfügte Frankreich nur über eine Anfangskapazität von etwa 5.000 ausgestatteten Betten. Und das Ziel der Regierung war eine Verdreifachung der Kapazität auf 15.000 Betten. Um dies zu erreichen, wurden 10.000 Atemschutzgeräte bei einem von großen Industriekonzernen geführten Konsortium bestellt. Auch wenn man die Zahlen in Frage stellen und über ihre Abrechnung diskutieren kann, so ist es doch vor allem die Organisation und Effizienz der Bettenverteilung im Gesundheitswesen, die in Frage gestellt wird.
Auch in Deutschland konnten die erste Welle der Epidemie dank einer Strategie der Massenvorsorge unter Kontrolle gehalten werden. Zum Beispiel Ende März 2020 hat Deutschland eine der höchsten Testraten der Welt. Diese Beispiele einer scheinbaren deutschen Solidität, Stärke im Angesicht des französischen Fiebers wurden in der Presse beider Länder inszeniert, um einen Kontrasteffekt zu erzeugen und die wachsende Kluft zwischen den beiden Ländern zu akzentuieren bzw. zu übertreiben. Man hat aber auch in der Krise beim ersten Lockdown wirklich viel dazugelernt. Die Grenzschließungen stießen dabei auf großen Widerstand. Ja, die Pandemie führte sowohl die deutsch-französische Beziehungen, die deutsch-französischen Beziehungen, als auch in der europäischen oder globalen Governance zunächst zu einem Rückzug der Staaten auf sich selbst. Das Verbot zum Beispiel des Exports von medizinischer Schutzausrüstung am 14. März 2020 oder die Schließung der Grenzen. Worüber sprechen wir? Können wir jetzt erklären. Also es ist in der Tat nicht eine echte Schließung der Grenzen. Es ist eine Wiedereinführung von Kontrollen zwischen Frankreich und Deutschland, am 16. März eingeführt wurde. Alle diese Beispiele haben zu politischen Spannungen in den Grenzregionen geführt. Warum die Wiedereinführung von Kontrollen zur Schließung der Grenzen führte? Man brauchte Mittel, um die Kontrolle zu verschärfen, und diese Mittel fehlten. Und in der Tat wurden 31 der 35 Übergangsstellen zwischen Mosel und Saarland geschlossen. Und die Situation war für die 46.000 französischen Grenzgänger kompliziert. Sie müssten, um nach Deutschland zu fahren, um zu arbeiten, weite Umwege machen, um in das benachbarte Saarland zu fahren. Diese Schwierigkeiten waren umso größer, als einige Franzosen verbal angegriffen wurden, weil sie aus der Region Grand Est kamen, die von der Epidemie besonders betroffen war. Die deutschen Behörden mussten sich durch zum Beispiel Anke Rehlinger, die Stelle vertretende Ministerpräsidentin des Saarlandes, oder Heiko Maas, der Bundesaußenminister, im Namen des deutschen Volkes entschuldigen. Im Vorgriff auf die zweite Welle haben die regionale Behörde vor allem in der Oberrhein-Region zunehmend grenzüberschreitende Ansätze in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre auch entwickelt. Ziel war es und ist es noch, die Infektionsquellen schneller einzudämmen und eine weitere generelle Schließung der Grenze zu vermeiden. Außer diesen verschiedenen Punkten gibt es aber auch strukturelle Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Ja, dieser deutsche Erfolg wurde durch ein Netzwerk von Unternehmen ermöglicht, die in das regionale Wirtschaftsgefüge eingebettet sind. Das Gewicht der Industrie macht heute 23% des deutschen BIP aus, im Vergleich zu 12% des französischen. Und insbesondere dank seines Mittelstands, der in der Pandemie mobilisiert wurde, um die für sein Gesundheitssystem notwendigen Geräte zu produzieren.
Die massive Testpolitik hat es auch ermöglicht, den Ort und die Ausbreitung des Virus genauer als im Rest der Europäischen Union zu kartieren und damit wahrscheinlich auch besser einzudämmen. Den Gesundheitsbehörden ist es gelungen, asymptomatische Patienten zu erkennen, sie zu isolieren und die Übertragung des Virus zu stoppen. Und diese Fähigkeit, die Bevölkerung zu testen, konnte also eine Stetigung des Gesundheitssystems vermeiden und ermöglichte eine Anpassung durch Optimisierung der Aufnahmekapazitäten. Wir haben jetzt fast eine paradoxe Situation. In Frankreich wird mehr Verantwortung für die Regionen gefordert, die vor Ort regionale Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorschlagen. In Deutschland gibt es heftige Kritik an regionalen Alleingängen und es werden nationale Lösungen gefordert. Ja, und es ist, stimmt, eine Paradox. Ja, es ist ein Paradox. Und man kann das auch also diskutieren. Die zweite Welle wurde in Deutschland anders als die erste geführt. Und dazu, ich habe das schon erwähnt mit dem Beispiel Sachsen, hat das föderale System die Maßnahmen verlangsamt. Das heißt, wenn es ein national oder einigen Staat wie in Frankreich gäbe, kann man sofort eine Entscheidung treffen. In Deutschland muss man diskutieren in der Ministerpräsidentenkonferenz und es gibt Unterschiede zwischen zum Beispiel Markus Söder, der Ministerpräsident Bayerns, der für einen achten Lockdown ist und den Ministerpräsidenten Ostdeutschlands, die eine erste Welle nicht gekannt haben. Aber wenn man auch die Bevölkerung befragt, kann man lesen, dass laut einer Umfrage 81% der deutschen Bevölkerung bedauert, dass die heutzutage in Kraft tretenden strengeren Maßnahmen also früher beschlossen würden. Also die Bevölkerung wollte strenge Maßnahmen, um die Pandemie zu einzudämmen. Es ist also manchmal kompliziert, über ein regionales Modell zu sprechen. Es gibt auch regionale Entscheidungen in Frankreich, wie zum Beispiel im Grand Est und in den Diskussionen mit den grenzüberschreitenden Gebieten oder Behörden. Wie steht es um die Reaktion der öffentlichen Meinung? So eine Bewegung wie die der Querdenker, die ganz populistisch die Existenz des Virus verharmlosen oder verneinen will, um dann die Maßnahmen der Bundesregierung als überzogen darzustellen, gibt es in Frankreich nicht. So eine Bewegung ist schwer in Frankreich zu erklären. Die Querdenker wäre ein bisschen wie die Gelbwesten in Frankreich, obwohl nicht die gleichen Motivationen haben. Man kann die Querdenker im Rahmen der Pandemie zu erklären und im Rahmen der Maßnahmen, gegen die Pandemie getroffen werden. Und bei diesen Maßnahmen der zweiten Welle schwankten die Reaktion in Deutschland zwischen Verständnis und Kritik, wie Sie es erwähnt haben. Und zum Beispiel die Städte, die Gemeinden begrüßen die schwierige Entscheidung. Ebenso wie die wichtigsten Wirtschaftsverbände des Landes.
Auf politischer Ebene jetzt sind die Oppositionsparteien gespaltet. Die Grünen befürworten die neuen Maßnahmen, aber die AfD hält diese Maßnahmen für kontraproduktiv, ich zitiere. Und drittens, die FDP ansprangert die Politik der Großen Koalition. Das heißt, es gibt verschiedene Meinungen auch und Kritik auch in den in den demokratischen Parteien wie die FDP. Laut einer Umfrage vom Anfang Dezember sind 74% der Deutschen für eine Befristung bis zum 10. Januar 2021 und der Maßnahmen und 20% dagegen. Und das heißt, die Gegner sind in der Tat eine Minderheit. Also 20% ist schon viele Leute, aber das ist eine Minderheit. Und wenn man die Sympathisanten der politischen Parteien befragt, sind alle für einen 8. Lockdown bis Januar. Und die einzige Ausnahme ist die AfD, also die Sympathisanten der AfD, die mit 62% dagegen sind. Man kann diese Kritik und Debatten und Erklärungen so zusammenfassen. Während der zweiten Welle der Pandemie haben die Deutschen gelernt, die Regeln zu respektieren und die Autorität zu hinterfragen. Und die Franzosen haben gelernt, die Regeln zu hinterfragen, aber die Autorität zu respektieren. Also bleiben trotz der Pandemie einige Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland bestehen. Paradoxerweise, ja. Wir sind im Krieg, sagte Präsident Macron am 11. April in seiner Fernsehansprache. Das ist doch ein Unterschied zur Gelassenheit von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, in den Reden zur Bewältigung der Gesundheitskrise posierte Emmanuel Macron als Kriegschef und Angela Merkel als Schiedsrichterin, was sie in der Tat beide waren. Dieser bemerkenswerte Unterschied, der von der Presse hervorgehoben wurde, wurde durch das Primat der Politik und des Staatsoberhaupts auf der einen Seite, Frankreich, und das Primat des Rechts und des Föderalismus auf der anderen Seite, Deutschland, verstärkt. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach am 11. April 2020 im Fernsehen. Das war die dritte Rede eines Bundespräsidenten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die erste seit der Wiedervereinigung. Das ist auch ein Zeichen für das Ausmaß und die Schwere der Krise. Und in dieser Rede betont Steinmeier, dass, ich zitiere, diese Pandemie kein Krieg sei. Die Rede hier zeigt klar die Distanzierung der deutschen Behörde von der französischen politischen Rede bei der Bewältigung der Krise. Und man hat hier wirklich einen Unterschied in der politischen Kultur zwischen Frankreich und Deutschland. Wie werden die deutschen Reaktionen in Deutschland auf die Pandemie in Frankreich wahrgenommen? Also die Reaktionen in Frankreich und in Deutschland sind auch interessant zu beobachten. Es gibt in den Reaktionen, die in der Presse, in den Zeitungen gezeigt werden, immer Vorurteile gegenüber den Nachbarn. Es gibt in Frankreich gegenüber Deutschland immer also ein Gefühl von
von Konkurrenz zwischen beiden Ländern. Und die Maßnahmen, die in Frankreich getroffen werden, wurden in Deutschland viel kommentiert. Und man war der Meinung, dass zu Beginn der Pandemie Fehler gemacht werden, von der französischen Regierung gemacht werden. Und das wurde auch in Frankreich gesehen. In der Tat, in einer Meinungsumfrage im April 2020 wurde eine Frage gestellt, welcher Politiker handelt am meisten im Interesse seines Volkes? Und in Frankreich wurde Angela Merkel als erster Stelle genannt mit fast 40% der Antworten. Und Emmanuel Macron hatte nur 14% der Stimmen oder Antworten. Man kann das so, also die Journalistin Katrin Benold hat diese deutsche Ausnahme bei der Bewältigung der Krise so erklärt, dass die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen waren, auf wenig politischen Widerstand stießen und zunächst weitgehend befolgt wurden. Dennoch sollte diese deutsche Ausnahme relativiert werden, da die restriktiveren Maßnahmen in Frankreich ebenfalls weitgehend akzeptiert und respektiert wurden. Mhm. Herr Moritz, zuerst hat die Pandemie dazu geführt, dass sich beide Länder erst einmal auf sich selber besannen, dann aber haben sie gemerkt, dass sie zusammen handeln müssen. Ja, trotz der vielen grenzüberschreitenden Vereinbarungen oder Institutionen war die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich in der ersten Phase der Pandemie jedoch nicht optimal. In vielen Krankenhäusern waren deutsche Ärzte bereit, ihren französischen Kollegen zu helfen und die Patienten zu versorgen. Und dies erwies sich jedoch aufgrund von administrativen Hindernissen oft als kompliziert. Für die lokalen Akteure zeigte die Erfahrung der Gesundheitskrise die Dringlichkeit einer engeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, vor allem in der Oberrhein-Region. Und für einige einen Bruch mit den Pariser Entscheidungsstrukturen. So konnten für Brigitte Klingert die Universitätskliniken Heidelberg, Mannheim oder Ulm dank, ich zitiere, spontane telefonische Absprachen schwerkranke französische Patienten aufnehmen. Und auch im Rahmen von Städtepartnerschaft könnte sich diese spontane Solidarität ausdrucken und Leben retten. Ich gebe hier ein paar Beispiele. Die Stadt Kassel nahm mehrere Patienten aus der schwer getroffenen elsässischen Partnerstadt Mühlhausen in ihr Krankenhaus auf. Und so war es auch für die Städte Völklingen und Forbach, also Mosel und Saarland, der Tat. Und das heißt, diese Netzwerke, die Frankreich und Deutschland auf kommunaler, auf lokaler Ebene verbinden, sind und waren und sind noch ein wichtiges Instrument zur Stärkung des deutsch-französischen Zusammenhalts. Das heißt, diese Zusammenarbeit hat auch gegen die symbolische Dimension der Grenzschließung gekämpft. Für Schüler wäre es eine schwere Aufgabe, wenn der Lehrer sagen würde, mach bis morgen meine Liste deutsch-französischen Institutionen und Vereinigungen. Mm-mm. Sie würden eine Woche lang dafür brauchen. Das ist eine Ausnahme. Kein Länderpaar in der Welt hat so viele Institutionen, Organisationen, Vereinigungen, Städtepartnerschaften, und das könnte man noch ganz viel aufzählen. Eine davon ist besonders interessant. Das ist die Deutsch
französische parlamentarische Gesellschaft, die mit dem Aachener Vertrag 2019 ins Leben gerufen wurde, hat diese parlamentarische Gesellschaft ihren Test in der Krise bestanden? Ja, die deutsch-französische Solidarität wurde schließlich in parlamentarischen Kreisen weitergegeben, insbesondere in der im Aachener Vertrag vorgesehenen deutsch-französische, also auf Französisch, deutsch-französische parlamentarischen Versammlung, also deutsch-französische parlamentarische Gesellschaft. Die konkretesten Initiativen sind zuerst von den Abgeordneten selbst ausgegangen. Am 6. April 2020 haben Christoph Arens, der Vorsitzende der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe in der Nationalversammlung, und sein Amtskollege Andreas Jung, der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Bundestag, gemeinsam eine deutsch-französische Initiative für Europa erarbeitet. Sie plädierte für eine grenzüberschreitende Strategie im Falle einer Pandemie, aber auch für eine Gesundheitsunion zum Schutz der Europäer. Die deutsch-französische parlamentarische Gesellschaft, Versammlung, selbst macht in diesem Zusammenhang Sinn, vor allem in Bezug auf die Frage der Wiederöffnung der Grenze. Und in ihrer Sitzung am 28. Mai 2020 hörte sie, diese paritätische Versammlung, hörte den französischen Innenminister, der damalige Innenminister Christophe Castaner, und seinen deutschen Amtskollegen Horst Seehofer zum Thema Wiederöffnung der Grenze. Und die beiden Minister haben also impliziert eine Absprache bei der Bewältigung der Corona-Krise zwischen den europäischen Staaten eingeräumt. Wie schätzen Sie die Ergebnisse der gemeinsamen Pressekonferenz von Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel am 18. Mai 2020 ein und das Ergebnis des Europäischen Rates vom Juli dieses Jahres? Für Macron war es ein historischer Tag für Europa, aber noch keine wirklich ausreichende Antwort der deutschen Seite auf seine europapolitischen Vorstellungen. Also diese Vorstellung der deutsch-französischen Initiative durch Emmanuel Macron und Angela Merkel auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 18. Mai 2020 eröffnete eine neue politische Sequenz auf europäischer Ebene. Bei der Ankündigung schlugen die beiden Regierungs- und Staatschefs die Einrichtung eines 500 Milliarden Euro Konjunkturfonds vor, um Ausgaben für die von der Krise am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen zu finanzieren. Der Finanzierungsplan sollte auf einer Logik direkter Haushaltszuweisungen im Rahmen des Mehrjahreshaushalts der EU beruhen. Und mit der vorübergehenden Anhebung der Obergrenze für die europäischen Haushaltsausgaben war die Europäische Kommission dafür verantwortlich, im Namen der EU direkt auf den Finanzmärkten Kredite aufzunehmen, um diese Ausgaben in den ersten 3 oder 4 Jahren des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens zu tätigen. Im Anschluss an diesen Vorschlag legte die Europäische Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen am 27. Mai 2020 einen mit einem neuen Mehrjahreshaushalt ausgestatteten Konjunkturfonds vor, um auf die Krise zu reagieren. Und dieser Vorschlag mischt Elemente aus dem deutsch-französischen Vorschlag und gibt den sogenannten sparsamen Staaten, also Österreich, Dänemark, die Niederlande und Schweden, die dagegen waren, Garantien. Der Plan EU Next Generation besteht also aus zwei Teilen.
einem neuen mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2021-2027, der mit 1.100 Milliarden Euro, das entspricht ungefähr 8% des jährlichen BIPs der EU, nach oben korrigiert wurde, und einem vorgeschlagenen, wie gesagt, Konjunkturprogramm, das diesen mit 750 Milliarden Euro ergänzt soll. Die Vereinbarung, auf die sich die 27 Länder der EU am 21. Juli 2020 nach einem viertägigen Europäischen Rat geeinigt haben, ändert auf die Aufteilung zwischen den Darlehen. Jetzt 390 Milliarden Euro und 360 Milliarden Euro. Das Prinzip ist doch nun festgeschrieben, und das ist das Wichtigste. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte schlägt die EU vor, sich in ihrem Namen zu verschulden. Das ist etwas neu für die Europäische Union und auch für das deutsch-französische Paar, weil Emmanuel Macron hat es geschafft, Angela Merkel zu überzeugen, dem Konjunkturpaket zu stimmen. Am Anfang der Pandemie war sie aber dagegen. Sie war der Meinung, dass die Lösung der Krise auf Sparpläne war, und sie brach das Tabu der Schuldenbündelung, die sie immer abgelehnt hatte, und wie gesagt, selbst in den ersten Wochen der Krise. Das Wort Pandemie, Schnitt, das Wort Solidarität wird in Europa nach der Pandemie oder während der Pandemie jetzt in Großbuchstaben neu buchstabiert werden. Werden diese Erfahrungen aus der Pandemie sich auch auf andere Themen auswirken? Ich denke da an Digitalisierung, Klima, Migration oder Sicherheit. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft kann also die Zukunft oder die Herausforderungen Europas zeigen. Diese Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli 2020 begann, hatte in dem aktuellen Kontext einen symbolischen Charakter. Die deutsche Regierung musste die Prioritäten dieser Präsidentschaft neu überdenken, so dass der Begriff Corona-Präsidentschaft diese Präsidentschaft geprägt hat. Die erste Herausforderung der Präsidentschaft, haben wir es erklärt, war die finanzielle oder wirtschaftliche Lösung, die Europa für die Krise geben konnte. Aber neben wirtschaftlichen Themen ist die Klimapolitik mit dem Green Deal ein wichtiges Thema für Europa. Die EU hat sich das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 gesetzt. Und die Pandemie also hat viel also hat nicht alles verändert, aber sie hat die Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft erheblich verändert. Man kann jetzt über die Außen- und Verteidigungspolitik nachdenken. Und bei dem Thema scheint die deutsch-französische Annäherung nicht stattgefunden zu haben. Im Herbst gab es also einen Streit zwischen Emmanuel Macron und Annegret Kramp-Karrenbauer über das Thema europäische Souveränität oder strategische Autonomie.
Die Frage ist im Kontext der Wahl in den USA, ob die EU von der NATO unabhängig werden soll. Aber diese Debatte bringen keine Antwort, weil es weniger und weniger Inhalte gibt. Man kann klar sagen, dass europäische Souveränität und transatlantische Zusammenarbeit schließen sich nicht gegenseitig aus. Herzlichen Dank, Herr Maurice. Vielen Dank für Dankeschön. Ihre Antworten. Besonders die letzte ist ein präzises Resümee, ich hoffe, unserer künftigen Gespräche. Sehr gerne. Vielen Dank.